Wir haben, hallo, guten Morgen. Es gibt wieder ein neues Video von uns, neue Fragen. Es dreht sich wieder um Strafrecht und diesmal haben wir im Fokus das Hauptverfahren. Ich würde jetzt einfach ein paar Fragen stellen, wie ihr habt, und du beantwortest die bitte, danke. Erste Frage wäre, wie kommt es zum Hauptverfahren? Das Hauptverfahren ist das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens. Das heißt, wenn im Ermittlungsverfahren die Staatsanwaltschaft zum Ergebnis gelangt, dass eine Verurteilungswahrscheinlichkeit über 50% liegt, gibt es eine Anklage, dann kommt das zum Gericht und dann gibt es eine Hauptverhandlung und diesen Teil nennt man Hauptverfahren. Wie läuft so eine Hauptverhandlung ab genau? Bei der Hauptverhandlung ist es so, dass je nach Gerichtszusammensetzung ein Richter, drei Richter oder ein Richtersenat mit Geschworenen über die Schuld und die Strafe entscheidet. Der Ablauf ist immer anders, je nach Verfahrensart, aber grundsätzlich sitzt man als Beschuldigter oder dann als Angeklagter vor diesem Richter oder Richtersenat und hat sich dort zu verantworten und Rede und Antwort zu stellen. Für dich als Strafverteidigerin, welchen Sinn hat das Plädoyer? Ja, das Plädoyer ist von der Verteidigung ein ganz, ganz wichtiges Tool und Instrument, um noch einmal alle Argumente darzulegen, die für entweder einen Freispruch oder eine milde Strafe sprechen oder beides. Das heißt, das Plädoyer, da hat man wirklich als Verteidigung die Möglichkeit, noch einmal alle Argumente auf den Tisch zu knallen, salopp formuliert, und damit dem Gericht noch einmal einen Eindruck zu vermitteln, wie man das Gesamt für den Mandanten haben möchte. Kann man als Strafverteidigerin in dieser Hauptverhandlung neue Beweise vorbringen? Ja, das geht, ist aber eingeschränkt darauf, dass man wirklich das Beweisthema, das Beweismittel konkret genau beschreiben muss. Also Erkundungsbeweise sind unzulässig. Grundsätzlich ist es aber empfehlenswert, das schon im Ermittlungsverfahren zu tun. Also alles, was im Ermittlungsverfahren schon verwertet worden ist, ist safe drinnen. Deswegen mein Tipp, nicht bis zur Hauptverhandlung zu warten. Würdest du dem Angeklagten oder der Angeklagten raten, die Aussage zu verweigern? Ist das möglich? Möglich ist es, ja. Also ein Angeklagter hat ein völliges Aussageverweigerungsrecht, er hat auch das Recht zu lügen. Ich würde es deswegen nicht raten, weil grundsätzlich ein Geständnis ein Milderungsgrund darstellt, wenn man schuldig ist. Und wenn man unschuldig ist, dann kann man sich sonst nicht entsprechend verteidigen. Oftmals steht was Aussage gegen Aussage und wenn man sich dann nicht dazu äußert, wirkt das dann natürlich gegenüber dem Gericht entsprechend, auch wenn es nicht zu Lasten, Schweigen heißt nicht, dass es zu Lasten des Angeklagten ausgelegt werden muss, darf. Aber trotzdem würde ich es nicht empfehlen, aber wenn sich jemand so verantworten möchte, gar nichts zu sagen, dann ist das natürlich möglich. Gut, und letzte Frage, wie endet diese Hauptverhandlung oder das Hauptverfahren? Das Hauptverfahren endet mit einem Urteil, mit einem Freispruch oder einer Strafe. Möglich ist auch eine Diversion, kommt es zu keiner Verurteilung, zu keinem Freispruch, aber meistens endet es mit Urteil oder Freispruch. Super, vielen Dank für die Beantwortung. Sehr gerne.